So, servus Leute. Erstmals willkommen zu einem neuen Video. Und es wurde sich gewünscht, dass ich mal ein Video mache, wie man den Zentralschlüssel in dem BMW 36 kodiert, beziehungsweise wie man ein Steuergerät hinzufügt zu dem Zentralschlüssel. Beim Charlie habe ich das im Frühling gemacht. Also was heißt Frühling? Es war Februar. Es war noch kein Frühling. Aber da habe ich das gemacht, wie wir hier den Tempomat nachgerüstet haben, konnte ich ihn nicht auslesen. Ich bin nicht ins Steuergerät gekommen. Und um hier jetzt das auslesen zu können, den Tempomat, muss man einen Zentralschlüssel schreiben. Und wie man das macht, das schaut ihr euch jetzt einfach mal an, weil das Video ist jetzt, denke ich mal, informationsreich. Und nebenbei gibt es noch ein paar kleine Tipps und Tricks, welches Steuergerät hier mit Multifunktion funktioniert. Ich habe jetzt hier mal zwei Steuergeräte. Die sind vom E39. Da hat mich jetzt ein Zuschauer neulich angeschrieben. Er meinte, dass mit der Softwarenummer 0, also mit der Hardwarenummer 07, Software Nummer 04, funktioniert auch mit dem Tempomat so ohne den Zusatzschalter. Ich habe mir das jetzt hier auch mal notiert, E39, Tempomat, Steuergerät für MFL. Das habe ich jetzt mal mir geholt, das funktioniert. Ich habe da eine Aufnahme gemacht mit dem Handy, funktioniert, kann ich euch einblenden. Tempomat mit dem E39 Steuergerät. Das andere ist hier oben noch drin. So, die LED hier leuchtet schon mal. So, jetzt drücke ich mal an. Jetzt drücke ich Abruf. Jetzt drücke ich Beschleunigen. Jetzt Verzögern. Bremse. Kupplung. Ja, funktioniert alles. So, ich fahre jetzt mal hier auf den Feldweg. Jetzt schalte ich es mal ein. Da drücke ich mal auf Plus. Fuß ist vom Gas. Ja, funktioniert also. Genau, verbaut ist ja immer noch das vom E46 mit der Hardware Nummer 08, Software 04, also Software gleiche wie das hier. Und das ist noch eins, das ich rumliegen hatte, das damals nicht funktioniert hat. Das ist Hardware 06, Software 03. Da habe ich es auch drauf geschrieben, Tempomatsteuergerät, M52 Motor, E39, Baujahr 96, 97. Und gut, das hatte ich mal offen, deswegen es geht nochmal richtig zu. Und das möchte ich mal auslesen. Und mal gucken, was drin steht. Vielleicht kann man das umkodieren, dass man das auch verwenden kann. Weil mir wurde gesagt, da müsste drin stehen mit Zusatzschalter. Und wenn das drin ist, dann sollte man das einfach nur auf Multifunktionslenkrad umkodieren. Und dann sollte das auch funktionieren mit Tempomat in Kombination. So, das werden wir gleich sehen. Zuerst mache ich hier mal mein OBD auf, OBD2. Weil ich habe das ja nachgerüstet. Also wer jetzt das nicht hat, muss halt den Motorraum aufmachen und an den 20-poligen OBD1 Stecker gehen mit Adapter auf OBD2. Und dann machen wir mal den Laptop an, beziehungsweise der ist schon an. Dann gehe ich hier erst einmal rein. So, ich weiß nicht, ob ihr was seht, das spiegelt wahrscheinlich wie die Seuche. Ich halte das, naja, ich erkläre es euch. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erst einmal die Zündung einmachen. Das ist wichtig. Zündung Stufe 2. Radio drehen wir aus. Jetzt gehen wir in NCS. Nein. So, jetzt machen wir erstmal Datei. Profil laden. Expertenmodus. So, jetzt gehen wir auf OK. Jetzt gehen wir auf F1. Auf F3. Jetzt wählen wir uns hier unser Baureihe aus, das wäre E36.
Jetzt gehen wir auf OK. Jetzt gehen wir auf EWS. Jetzt gehen wir wieder auf OK. Jetzt lädt er. Jetzt haben wir hier das GM, das ist das Grundmodul, die SA-Nummer und hier die WIN-Nummer. So, jetzt machen wir eins. Jetzt gehen wir auf F1, machen E36. Jetzt haut er uns hier die Fahrgestellnummer rein. Gehen wir auf Checksumme prüfen. Okay, jetzt haben wir hier die SA-Nummer. Und da muss ich jetzt nochmal ein Dankeschön an Björn raushauen, weil ohne ihn hätte ich das jetzt auch nicht gewusst. Man muss nämlich jetzt, ich zeige es euch mal in der Aufnahme, also man muss jetzt hier die hinteren Zahlen wegmachen, die Zahlenkombination. Das heißt, das R muss weg, in dem Sinne. So, also wenn ihr was kodieren wollt, da gibt es auch eine Liste, wo man sich das auswählen kann. Das ist hier dieses BMW-Decoder. Ja, falls euch das interessiert, ich kann es mal, wenn ich es irgendwie in die Cloud packen kann, reinpacken. So, naja, jetzt haben wir hier oben das den ersten Buchstaben weg. Jetzt machen wir hier das C weg. So. Dann machen wir jetzt noch da das V weg. So, und jetzt müssen wir die Zahlen zählen. Ich zeige euch mal, warum. Und zwar gibt es eine Liste, die für den E36 vorhanden ist in den Import-Daten. Da gehen wir jetzt hier mal auf NCS, dann auf Daten, E36 und jetzt suchen wir die NC, also die Datei E36, E36, noch ein Stück weiter runter. Hier. E36ZST.00. So, die öffnet sich und ihr seht hier erstmal lauter Zahlen und so ein Zeugs. Fokussier mal bitte. Ja, hier. So, und hier müsst ihr jetzt Tempomat suchen oder Geschwindigkeitsregulierung. Ich suche das mal schnell. Hier, Geschwindigkeitsregulierung. Punkt 2, das wäre die 0540. So, jetzt zählt man diese Zahlen bis hierher, das sind 14 Ziffern, bis zu dieser 2. Na, bis zu dieser 2. Diese 2 müssen wir jetzt eintragen. Wir zählen jetzt hier auf jeden Fall die Ziffern bis dahin. Das sind 14 Stück, das habe ich schon mal ausgerechnet. Also beziehungsweise gezählt. So, und jetzt müssen wir diese Zahlen bis hier zählen. Das wäre dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Bei der 13. Stelle müssen wir jetzt hier eine 2 setzen. So. Jetzt auf Checksumme berechnen. Okay. Dann macht er das jetzt. Jetzt hat. Gehen wir auf zurück. Na? So. Ne, hat er nicht gemacht. Jetzt. Jetzt gehen wir auf Steuergerät kodieren. Da haut er uns jetzt schon den rein. Jetzt haben wir den schon drin. Das ist der, also das Steuergerät für den Tempomat. So, jetzt gehen wir erstmal auf EWS. Jetzt wählen wir aus. Jetzt gehen wir auf Job ändern. Jetzt gehen wir Zentralschlüssel schreiben. Jetzt auf OK. Job ausführen. Jetzt gehen wir auf Zentralschlüssel. Also, jetzt gehen wir auf Steuergerät kodieren. Okay. Okay. So, Kodierung beendet. Das war jetzt schon das ganze Hexenwerk. Und jetzt, wenn wir jetzt die NCS neu laden. So. Gehen wir mal in Expertenmodus 2.0. Gehen rein. Jetzt wählen wir F1. F3. EWS haben wir es reinkodiert. Okay. Auf zurück. Steuergerät bearbeiten. Jetzt haben wir hier das Grundmodul. Also das Grundmodul ist drin. Wir haben den Tempomat drin. Wir haben PC drin. Wir haben Airbag drin. Wir haben ABS drin. Jetzt gehen wir mal auf Ding. Job ändern. Kodierdaten lesen. Jetzt gehen wir auf Kodierdaten lesen, okay.
Job ausführen. Und jetzt gehen wir hier zurück. Jetzt gehen wir ganz normal wie die Codiergeschichte vor in FSW-PSW-THC. Und jetzt haben wir hier drin Main Switch Multifunktion, Vierzylinder, M43B19, das passt ja bei mir. Und jetzt mache ich mal die Zündung aus, stecke mal das andere Steuergerät an, was ich habe, das, wo ich codieren möchte. Und dann schauen wir mal, ob wir das auf Multifunktion umschreiben können. Das machen wir jetzt mal. Das Praktische ist ja, mein Steuergerät sitzt hier. Ich muss jetzt kein Handschuhfach oder so ausbauen. Jetzt schnappe ich mir einfach nur den Stecker vom Steuergerät. Ihr wisst ja, wo das sitzt. Das müsstet ihr ja vom Tempomaten-Video kennen. Vom Low-Budget-Tempomat-Video. Jetzt stecke ich das mal ab und jetzt stecke ich mal das daran. Schauen wir mal, was drin steht, ob wir da überhaupt was machen können. So, lassen wir mal so hängen. Ich mache erstmal die Zündung ein. Jetzt schaue ich erstmal, ob ich hier überhaupt. Also, ihr seht schon, am Tacho kann ich überhaupt nichts machen. Also, diese Lampe leuchtet nicht. Da das ja jetzt hat, eigentlich im System drin ist, gehen wir nochmal raus da hier komplett. Okay, das schmeißt uns einen Fehler. Da lässt er uns nicht rein. Aber wir gucken trotzdem mal, was drin steht. Oh ja, da steht was drin. Aber nicht das, was ich möchte. Also im Steuergerät kann ich hier nichts finden. Also codiermäßig. Jetzt schauen wir mal. Aus Spaß an der Freude. Schließen wir das mal. In Innenpaar rein, ob wir in Tempomaten reinkommen. Shift F9. An der Karosserie sein, Tempomat. Da kommen wir rein. Jetzt können wir mal gucken, was da überhaupt kodiert ist. Kodierung ist F3. Was steht da denn drin? Also hier steht schon mal Getriebevariante Automatik. Das weiß ich, das war aus dem Automatik. Dann steht hier aber nichts von Main Switch Multifunktion. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Genau. 6-Zylinder, ja, steht nichts da. Also das hier, das ist jetzt auf jeden Fall nicht kodierbar. Und das ist jetzt die Software Nummer 3 und Hardware Nummer 6. Also ich zeige es euch nochmal. Wenn ihr das euch kauft, wird definitiv nicht im E36 so funktionieren. Das funktioniert dann nur im E39 irgendwie. Dann das andere E39 Steuergerät, was ich jetzt hier noch habe. Das funktioniert auf jeden Fall. Das ist die Hardware 07 und Software 04. Also dieselbe Software wie jetzt das vom E46. Und wie ihr das noch erkennen könnt, dass es wirklich sich um das Steuergerät handelt, seht ihr ja, wie gesagt, an den Teilenummern und an der Software- und Hardware-Nummer. Also wie gesagt, lasst euch da nicht über den Tisch ziehen. Und genau, wie gesagt, ich kann die beiden jetzt auf jeden Fall fahren. Das habe ich getestet. Video dazu müsste ich jetzt mittlerweile schon eingeblendet haben. Genau, das war jetzt so viel dazu. Jetzt ist der Tempomat im Fahrzeug auch programmiert, kodiert, eingeschrieben mit dem CZ, also mit dem Zentralschlüssel. Und jetzt kann ich ihn auch auslesen und kann ihn auch kodieren. Genau, das ist so viel dazu. Weil sich ein paar Leute gefragt haben, ob man das Steuergerät wirklich nehmen kann. Habe ich das jetzt euch mal gezeigt. So, da das ja ein Stück her ist, als ich den Zentralschlüssel reingeschrieben habe in dieses Fahrzeug, kann ich euch jetzt als Fazit natürlich sagen, ein halbes Jahr ist jetzt auf jeden Fall rum. Ich kann immer noch auslesen, ich kann immer noch kodieren, obwohl man im Steuergerät jetzt eigentlich nur die Variante vom Motor ändern kann und ob es ein Getriebefahrzeug war oder Automatik, aber mehr oder weniger kann man im Steuergerät vom Tempomat nichts umschreiben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Haut rein, Leute. Macht's gut. Und ja, guckt beim nächsten Mal wieder rein. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren.